Ich möchte dir jetzt in diesem Video zeigen, wie man einen einfachen Wikipedia-Artikel einfügen kann. Dazu gehe ich jetzt wieder mal her, füge mal eine eigene Seite ein, damit wir das ein bisschen getrennt voneinander haben. Schreibe jetzt, klicke hier auf Seite einfügen, habe jetzt hier ein neues Thema, klicke wieder auf Umbenennen, wähle mir hier Wiki-Artikel, habe also jetzt hier eine leere Seite, gehe wieder zu den iDevices und suche mir dann den entsprechenden mit Wiki-Artikel. Klicke hier drauf, das wird hier in der rechten Seite dann eingebunden. Wähle mir hier dann die, welche Wikipedia-Version ich möchte. Ich wähle mir in dem Fall hier den Wikipedia-Artikel in deutscher Sprache und gebe jetzt hier mal ein antikes, ich habe schon einmal eingegeben, antikes Griechenland, klicke auf Laden. Hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Kann eine Zeit lang dauern, aber schon hat er diesen Wikipedia-Artikel hier dann eingebunden mit all den Dingen, die darauf dann enthalten sind. Ich klicke jetzt hierher und habe hier den vollständigen Wikipedia-Artikel drinnen und könnte dann hier auch zum Beispiel hergehen und würde dann automatisch dorthin springen. Kann ans Ende der Seite gehen mit all den Verweisen, die es da gibt, mit der weiterführenden Literatur wohin springen und habe dann hier in sehr einfacher Art und Weise praktisch mit ein paar Klicks einen kompletten Wikipedia-Artikel hier eingebunden. Als nächstes möchte ich dann zeigen, wie man externe Webseiten einbinden kann.